Selbstbestimmung! Von Schwerin. Vielen, vielen Dank, dass die Schweriner da gewesen sind. Großen Applaus. Ich denke mal, es geht weiter. Ihr könnt berichten heute. Wir waren 411 mutige Menschen und wie ich finde, wie wir heute gelernt haben, die Kinder in Mecklenburg-Vorpommern, die haben mehr Arsch in der Hose als fast jeder Erwachsene in Berlin. Vielen, vielen Dank für die Kinder. Vielen, vielen Dank. Ja, danke auch an Fiete, heute unseren Sicherheitsexperten hier. Danke an Fiete aus Lümmernsdorf, dass Fiete wieder alles in Ordnung ist. Ein Applaus, Fiete, für Fiete. Und jetzt überlegt euch noch, wie es weitergehen soll. Wir machen weiter auf jeden Fall. Bei ihr und wir, wir lassen uns alle keine Chance. Aus der Meckerbox wird die Ideenbox. Macht eins, nutzt das Format Demos an der Wotterkant oder Wolgast. Nutzt das nicht, um euch zu beschimpfen gegenseitig. Ich kann sie mehr hören. Der eine labert über Gott, der andere labert über Guten Morgen und das Schnitzel hier. Facebook ist nicht Demos an der Wotterkant. Kommt mit Ideen. Wir brauchen Ideen von euch, Vorschläge. Schmeißt sie rein, die Vorschläge. Was wollen wir machen? Was wollt ihr? Denkt dran, bald fängt die Urlaubssaison an. Wäre da mal schick, auch mal um 16.30 Uhr an einem Samstag sowas zu machen. Wenn alle Urlauberschaft hier anrollt und sieht, wie sie versorgt werden im Gegensatz zu uns. Weil wir haben bald keine Versorgung mehr. Danke, dass es euch gibt. Danke an die weit Angereisten aus Schwerin, aus Ribnitz, aus Ueckermünde, aus Torgelow, aus Malchin, aus Malchow, aus Waren, aus Krakow am See. Aus Neubrandenburg, aus Greifswald. Vielen, vielen Dank meinem Musikkollegen aus Greifswald. Auch ein Musiker, der nur Gutes tut. Vielen, vielen Dank dafür. Jeden Montag. Und lasst uns alle, die hier von Usedom und Wolgast sind, lasst uns alle am Sonntag mal geschlossen David Herzmann aus Usedom Stadt und Anklam im Basti unterstützen. Lasst uns alle am Sonntag mal 15 Uhr in Usedom Stadt sein, weil dieser Wagen, dieses Aggregat und dieses Rednerpult ist gestiftet von Usedom Stadt und von David. Einen großen Applaus nochmal. Einen großen Applaus an David. Danke, Basti. Danke allen. Bis zum nächsten Mal, Freunde, und denkt dran, Sie können uns unser Leben nehmen, aber niemals unsere Freiheit. Bis nächstes Mal, tschüss.